Herzlich willkommen. Das Jahr 2012 liegt fast hinter uns. Für die Fraktion war es ein Jahr mit Höhen, aber auch mit Tiefen. Die Krise der Partei ist nicht ganz spurlos an der Fraktion vorbeigegangen. Die schonungslosen Worte von Gregor Gysi auf dem Göttinger Parteitag, sie haben deutlich gemacht, dass es Probleme mit der Atmosphäre in der Fraktion gibt. Sie waren wichtig und sie waren so etwas wie ein reinigendes Gewitter. Trotz allem, gerade 2012 hat die Fraktion auch viel erreicht. So haben wir ein Rentenkonzept in die öffentliche Debatte eingebracht. Wir wollen eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. Jeder soll in diese Rentenversicherung einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze muss schrittweise wegfallen. Wir wollen die Sicherung des Rentenniveaus. Ein Rentenniveau, von dem jeder leben kann. Wir wollen eine Angleichung der Rentenwerte Ost an West. Wir wollen die Einführung einer Mindestrente und wir wollen weg von der Rente erst ab 67. Unser Konzept ist realistisch. Es ist durchgerechnet und es wird vor allem der Lebensleistung der Rentnerinnen und Rentner gerecht. Eine Mehrheit der Abgeordneten der Fraktion hat in diesem Jahr die Wohnungsgenossenschaft Fair Wohnen gegründet. Wir haben gezeigt, es gibt eine Alternative zur unsäglichen Privatisierung. Auch wenn wir im Bieterverfahren um die über 11.000 Wohnungen im Osten gescheitert sind. Wir haben deutlich gemacht, Wohnen ist Menschenrecht. Wohnungen dürfen nicht Spekulanten überlassen werden. Unsere Genossenschaft ist genau darauf eine wichtige, eine richtige Antwort. Wir haben eben nicht nur geredet, sondern wir haben gehandelt. Die linke Fraktion hat auch 2012 Nein gesagt zum Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Wir sind eine klare Stimme gegen Militarisierung. Wir sind eine klare Stimme für friedliche Konfliktlösung in der Welt. Und das wird so bleiben. Die Fraktion Die Linke im Bundestag ist gut aufgestellt für das Jahr 2013. Zunächst aber gehen auch wir in die Weihnachtsferien. Wir wünschen Ihnen, genießen Sie diese Zeit mit Ihren Lieben, schöpfen Sie Kraft, alles Gute für Sie und auf ein erfolgreiches Jahr 2013. Für eine neue soziale Idee.